Hallo Sammelfreunde and a heartily welcome to all international viewers. Heute öffnen wir ein komplettes Display der brandneuen FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Kollektion von Panini. Und damit darf ich euch nochmal recht herzlich zu diesem neuen Collectors-Video begrüßen, in dem wir heute ein komplettes Display der FIFA 365 2019 Cards öffnen. Ein Dankeschön geht aber zunächst raus an Panini, die mir, auch wenn ich nicht immer alles direkt hype, sondern eher zunächst mal einen kritischen Blick darauf werfe, ein Display für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt haben. Das solltet ihr fairerweise vorab wissen und jetzt schauen wir uns das Display an. Auf dem Cover, ihr seht es hier vorne, die absoluten Topstars mit Ramos, De Bruyne, Messi, Lewandowski und Douglas Costa, der für mich da aber noch ein bisschen abfällt. Aber wer weiß, vielleicht hat er in dieser Saison seinen großen Auftritt. Erstmalig bei der FIFA 365 Kollektion und wir sind ja inzwischen im vierten Jahr, ist eine spezielle Edition für Deutschland. Ihr seht das hier, German Edition, das Siegel oben drauf. Bedeutet in dem Fall, dass es 18 exklusive Karten in dieser Edition gibt, die es sonst in keinem anderen Land gibt. Kennt man in der Form ja bisher von der Nordic Edition, die immer ein paar mehr Karten beinhaltete als die restlichen Editionen. Das jetzt also auch für Deutschland und man darf gespannt sein, welche exklusiven Editionen für andere Länder im Laufe der Zeit noch so auftauchen. Wenn ihr über die Entwicklung auf dem Laufenden bleiben wollt, dann empfehle ich euch den Artikel auf der Collectors Webseite, den ich euch hier rechts oben in der Infobox verlinkt habe. Jetzt legen wir aber los, gucken uns das Display noch schnell von der Seite an, damit ihr das auch mal gesehen habt. So sieht es von hinten aus. Preis in Deutschland für die Booster 1 Euro. 24 Stück sind drin. Und vielleicht noch mal ein Blick auf die spiegelnde Unterseite. Dann habt ihr die auch gesehen. Und jetzt entfernen wir mal die Folie. Das Panini FIFA Siegel, damit man sieht, dass noch keiner an dieser Box dran war. So, und dann holen wir uns die Booster mal alle raus. Legen die Box mal zur Seite, dass wir ein bisschen Platz haben. Und dann können wir auch nochmal schnell auf die verschiedenen Booster-Designs schauen. Sofern wir denn alle fünf hier drin haben. Aber es sieht so aus, als wären nur vier dabei. Hier habe ich euch dann nochmal schnell das fünfte Booster-Design geholt, damit wir sie alle einmal zusammen im Bild haben. Das also zu den Booster-Designs. Jetzt das zweitwichtigste noch, die Verteilung der Cards, die sogenannten Odds. Ihr sucht euch eure favorisierten Karten raus. Ich denke, ich muss das nicht nochmal alles vorlesen. Und dann legen wir los. Und schauen mal, welche Karten wir treffen. So, ich habe mal schnell gedreht, damit wir das nicht die ganze Zeit während des Videos machen müssen. Und wir beginnen mit der Basecard von Antoine Griezmann von Atletico Madrid. Und ihr seht das, die Basecards mit den gewohnten Werten der Position auf dem Spielfeld. Dann den Punkt, den der Spieler beim Elfmeter anvisiert, dem Defensivwert, Spielmacherwert und Angriffswert, dann die Gesamtsumme aus den Werten. Hier rechts oben das FIFA-Logo, die Kartennummer und hier unten schräg der Name des Spielers und das Wappen des jeweiligen Vereins ist noch drauf. Hier rechts haben wir noch die Bezeichnung, in dem Fall eine Teammate-Karte, also eine Base-Card. Dann geht's weiter mit Jam Karamo von Inter Mailand, der ja inzwischen nicht mehr bei Inter ist, sondern nach Bordeaux ausgeliehen wurde. Dann haben wir Jeroen Süd von PSV Eindhoven. Die erste Special Card ist eine Impact Signing Karte, also die Karten, die die Neuverpflichtungen zeigen. Und in dem Fall haben wir Fabian Ruiz, der von Betis Sevilla nach Neapel gewechselt ist.
Dann bleiben wir bei Neapel mit der Basecard von Arkadiusz Milik und Daniel Caligiuri von Schalke, einem der drei deutschen Vereine in der Kollektion. Das also das erste Päckchen, das wir jetzt natürlich ein bisschen ausführlicher betrachtet haben. Und was mir nicht ganz so gefällt bei einem fabrikneuen Display, dass die Karten hier schon mit deutlichen Macken rauskommen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier sind schon Ecken drin, hier die Ecken sind komplett angestoßen. Also das nicht ganz so prickelnd. Aber wir schauen mal weiter, ob das jetzt ein Einzelfall war oder ob sich das durch das ganze Display zieht. Zweites Päckchen beginnt mit Roman Sobnin von Spartak Moskau. Dann haben wir eine Fans-Favorite-Karte und die sind sehr spiegelnd angelegt, wie ihr das schon seht, indem die Kamera sich oben schon spiegelt. Das für uns YouTuber natürlich nicht ganz so der Bonus, filmt sich immer nicht so gut ab, aber ansonsten machen die Karten schon einen sehr edlen Eindruck mit diesem Spiegeleffekt. Und dazu noch so ein bisschen Zerstäubtes im Hintergrund. Also ein netter Effekt, den Panini sich da hat einfallen lassen für die Fans Favorites Card. In dem Fall von Danilo Pereira vom FC Porto. Und dann geht's weiter mit einer Game Changer Karte aus der Power-Up Kategorie. Und die sehen richtig stark aus. Quincy Promise von Spartak Moskau ist jetzt auch noch ganz kurz vor Schluss des Transferfensters nach Sevilla gewechselt. Und ihr seht, das auch ein richtig starker Effekt, den Panini hier auf diesen Gamechanger-Karten eingebaut hat. Gefällt mir richtig gut. Und wir schauen mal weiter. Dann haben wir Bruno Cortes von Gremio als Basecard. Daniel Schwab bei PSV Eindhoven, der inzwischen tätig. Federico Benadeschi von Juve. Und dann sind wir durch mit dem zweiten Päckchen. Und widmen uns direkt dem nächsten. Das beginnt mit Edison Cavani von PSG. Dann haben wir eine Milestone-Karte von den Bayern, die 28. Deutsche Meisterschaft. Und hier unten findet immer das Datum des jeweiligen Milestones. Also am 7.04.2018 haben die Bayern die Meisterschaft klargemacht. Und die Milestone-Karten kommen aus der Fans-Kategorie. Dann wieder eine dieser richtig klasse gewordenen Power-Up-Karten, in dem Fall die Goalstopper-Karte von Samir Handanovic. Also da bin ich echt richtig begeistert von dem, was Panini hier gezaubert hat. Weiter geht's mit den Basecards. Leonardo Jara, Leroy Sané von Manchester City. Giovanni Lo Celso, auch er kurz vor Schluss des Transferfensters noch gewechselt zu Betis Sevilla. Und dann sind wir durch mit dem Päckchen. Und kommen zum nächsten. Beginnen mit Gabriel Jesus von Manchester City. Iker Casillas Porto, Lisandro Magellan von Boca Juniors. Dann haben wir wieder eine der Fans-Favorite-Karten, Dimitri Kombarov von Spartak Moskau. Und die erste Karte aus der Gold-Kategorie mit Vincent Kompany als FIFA World Cup Hero von Belgien. Die FIFA World Cup Heroes bestehen aus den 4 Teams, die im Halbfinale waren. Belgien, Frankreich, England und Kroatien. Dann haben wir Raizon von Gremio Porto Alegre
und sind durch mit dem Päckchen. Und auch hier leider wieder schon deutliche Macken an den Karten. Da muss Panini echt nacharbeiten, was die Qualitätskontrolle betrifft, weil so schön die Karten sind, wenn sie mit Macken schon ankommen, ist das nicht wirklich ein Grund zur Freude. So, weiter geht's mit Thomas Vermaelen von Barcelona, Manuel Neuer von den Bayern, Lucas Vázquez von Real Madrid. Und dann haben wir die neuen Club-Logos bzw. Club-Badges im Die-Card-Format. Und das seht ihr, wenn ich die Karte unten dran mal wegnehme, noch ein wenig besser. Hier unten sind die abgeschnitten. Und somit mal was Neues, was Panini sich hat einfallen lassen. Kennt man sonst bisher nur aus den Premium-Kollektionen. Also die sind auch richtig edel geworden mit dem goldenen Hintergrund und diesem neuen Format. Dann haben wir noch Aboubakar von Porto und Leo Moura von Gremio und sind durch mit dem Päckchen und kommen zum nächsten. Da haben wir schon mal unseren ersten Doppelten mit Giovanni Lo Celso. So, und den Rest noch schnell in die richtige Reihenfolge gebracht. Santiago Arias von Eindhoven, Quincy Promise nochmal als Base Card. Da haben wir unseren ersten German Star mit Joshua Kimmich. Und das eine der exklusiven 18 Karten, die es nur hier, das seht ihr auch an dem Siegel, in der German Edition gibt. Die sind auch richtig schick geworden mit dieser Deutschlandflagge im Hintergrund. Das Ganze alles in glänzend. So, dann haben wir noch Nicolas Ismat Mirin von Eindhoven und Shime Vrizalko von Atletico Madrid. Auch der inzwischen noch gewechselt, jetzt bei Inter Mailand. Nächstes Päckchen beginnt mit Borja Valero von Inter Mailand, Thomas von Atletico, Nick Viergeber vom PSV Eindhoven als Impact Signing Karte. Und dann haben wir die nächste Gold-Karte als FIFA World Cup Hero Raphael Varane von Frankreich. André Di Maria noch für PSG und Sergi Roberto für Barcelona. Und vielleicht eine Sache, die auch neu ist in dieser Kollektion, die ich bisher noch nicht angesprochen habe, das seht ihr hier oben in der Ecke. Es gibt jetzt Karten, bei denen die Spieler zwei Positionen auf dem Feld ausführen können. Also wenn ihr nicht nur sammelt, sondern auch mit den Karten spielt oder das Online-Spiel von Panini spielt, dann das eine nicht ganz unwichtige Neuerung. Und es macht ja auch Sinn, denn in der Realität ist es ja genauso, dass viele Spieler mehrere Positionen ausfüllen können. Nächstes Päckchen mit Ivan Rakitic von Barcelona. Dann eine Milestone-Karte von Real Madrid mit dem dritten FIFA Club World Cup, den sie da gewonnen haben. Das war im Dezember 2017, wie ihr hier unten auf der Karte seht. Dann Breel Embolo von Schalke und Mauro Icardi als Game Changer. Das ist wieder eine dieser richtig edlen Power-Up-Karten. Bisher mein absoluter Favorit in dieser Kollektion. Und dann haben wir noch Raul Albiol von Neapel und Andrea Ranocchia von Inter Mailand. Weiter geht's mit dem nächsten Booster.
Mit Isco von Real Madrid beginnen wir. Dann haben wir Amadou Diawara von Neapel, Oliver Torres von Porto, dann wieder ein German Star mit Miroslav Klose. Also ihr seht, nicht nur aktuelle Stars, sondern auch Spieler, die nicht mehr aktiv sind. Finde ich persönlich immer besonders schön, wenn man auch Legenden in der Kollektion hat. Und gerade diese German Stars bieten sich dafür ja an. Marco Asensio von Real haben wir noch als Base Card und Koke von Atletico Madrid. Der nächste Booster beginnt mit einem Schalke Guido Burgstaller. Dann haben wir Tiquinho Soares von Porto. Wieder eins dieser edlen Wappen, diesmal von Inter Mailand. Das packen wir direkt mal hier oben neben das von Barcelona. Dann haben wir Ömer Toprak von der Borussia aus Dortmund. Und Blaise Matuidi als FIFA World Cup Hero. Und ich habe das im anderen Video schon mal erwähnt. Ihr seht es im Hintergrund, dieses feine Muster in diesem Gold. Das dürfte euch bekannt vorkommen, wenn ihr die FIFA World Cup Adrenalin XL Karten gesammelt habt. Da hat sich das Muster eigentlich durch die gesamte Kollektion gezogen. Dann haben wir noch Weston McKennie von Schalke und sind durch mit diesem Päckchen. Kommen zum nächsten Booster, der mit Adrien Rabiot von PSG beginnt. Dann haben wir Paolo Golz von Boca Juniors, Oliver Torres von Porto, den hatten wir eben schon mal, Marcelo als Fans-Favorite-Karte von Real Madrid mit über 400 Spielen. Georgi Sikia von Spartak Moskau und Nicolas Otamendi von Manchester City, ebenfalls als Base Card. So, und dann kommen wir zum letzten Booster der ersten Hälfte. Beginnen mit Nabil Bentaleb von Schalke. Die Milestone-Karte von Real Madrid. Dreimal europäische Champion hintereinander. Das wird ihn, glaube ich, so schnell auch keiner nachmachen. Also dreimal die Champions League hintereinander gewonnen. Dann haben wir eine Defensive Rock-Karte aus der Power-Up-Kategorie mit Marquinhos von PSG. Edwin Cardona von Boca Juniors und Roberto Gagliardini von Inter Mailand. Und zum Abschluss der ersten Hälfte Thiago von den Bayern. So, dann wollen wir die zwei nochmal hier mit einbauen. Und dann seht ihr das Ergebnis der ersten Hälfte und bei der zweiten werden wir da jetzt drüber packen, deswegen guckt es euch nochmal schnell an, bevor es weitergeht. So, zweite Hälfte, wir starten mit dem ersten Booster. Und Alphonse Areola von PSG, der jetzt Gigi Buffon noch vor die Nase gesetzt bekommen hat. Dann haben wir die erste Multiple-Karte, davon hatten wir bis jetzt noch gar keine, die auch mit so einem schönen Glitzereffekt im Hintergrund. Und wir haben eine Club-and-Country-Karte. Bei dem Multiple gibt es ja auch verschiedene Kategorien noch. Club-and-Country in dem Fall ja immer zwei Spieler aus dem gleichen Land, die beim gleichen Verein spielen. In dem Fall naheliegend zwei Deutsche bei Bayern mit Kimmich und Thomas Müller. So, ich würde sagen, wir fangen hier oben einfach mal an mit drüberlegen. Dann haben wir noch Corentin Tolisso von den Bayern und Cicero von Gremio.
Und eine Fans-Favorite-Karte von Diego Godin von Atletico Madrid. Und das Päckchen wird abgeschlossen von Manuel Akanji von Borussia Dortmund als Base-Karte. So, weiter geht's mit Fernandinho von Manchester City. Dann haben wir Stefan Savic von Atletico, Alan von Neapel, Denis Glushakov, wieder eine Fans-Favorite-Karte von Spartak, Gaston Pereiro von PSV und Arjen Robben von den Bayern. Dann haben wir Dries Mertens von Neapel. Wieder eine Fans-Favorite-Karte mit Vincent Kompany von Manchester City. Dann kommt eine Multiple-Karte mit Godin, Oblak und Jimenez als Defensive Wall von Atletico Madrid. Die auch mit richtig schickem Effekt. Dann Mauro Icardi für Inter Mailand und Cicero, den hatten wir eben auch schon, für Gremio, sowie Benjamin Stamboli für Schalke. Nächstes Päckchen beginnt mit Agustin Rossi von Boca Juniors, dann bleiben wir in Südamerika mit Bresson von Gremio. Dann haben wir das Logo von Schalke 04, Raheem Sterling von Manchester City und Philippe Coutinho von Barcelona. Und das Päckchen wird abgeschlossen von Yassine Brahmi von Porto. Weiter geht's mit Philippe Luis von Atletico. Ups, da habe ich doch eine vergessen, richtig zu drehen. Wilmar Barrios von Boca Juniors. Dann haben wir wieder eine Impact-Signing-Karte mit Denzel Dumfries von PSV Eindhoven. Thomas von Atletico, den hatten wir heute auch schon. Giorgio Chiellini von Juve. Und Fernandinho. Und wir kommen zum nächsten Booster. Bisher noch keine Rare Card in Sicht. Ich hoffe mal, das ändert sich noch. Wir haben ja noch ein paar Booster und diesmal geht's direkt los mit einem Fans Favorite mit Moussa Mariga von Porto. Und dann haben wir was ganz Schickes. Nämlich den Weltmeister, die World Champions Karte aus der FIFA World Cup Heroes Kategorie mit dem Siegerbild von Frankreich nach dem Finale gegen Kroatien. So, die sieht ja mal richtig edel aus. Müssen wir jetzt aber erstmal so hochkant hinlegen, damit es passt. Dann haben wir Ramon Albila von Boca Juniors und Amin Harit von Schalke, Steven Bergwijn von Eindhoven und Christian Pulisic von Dortmund. Weiter geht's mit Sofyan Hani von Spartak Moskau. Und dann mal eine richtige German Star mit Franz Beckenbauer. Das sind so die Karten, die ich in einer Kategorie German Star erwarte. Also eine wunderbare Legendenkarte von Franz Beckenbauer. Dann wieder eine der Power-Up-Karten und die Defensive Four-Card von Marquinhos. Das ist ein bisschen schade, dass er jetzt zum zweiten Mal kommt. Jerome Boateng als Base Card und Oliver Torres zum dritten Mal, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe im Display.
Und dann haben wir noch Gonzalo Maroni von Boca Juniors. Wir kommen zum nächsten Booster. Der mit Jael von Gremio beginnt. Dann haben wir Julian Weigel von Dortmund. Angelino als Impact Signing bei Eindhoven. Und dann haben wir Ante Rebic, den Frankfurter in Diensten des kroatischen Teams bei der Weltmeisterschaft. Der hat dann auch wirklich eine FIFA World Cup Hero Karte verdient. Seduis von Spartak und Javi Martinez von den Bayern beschließen dieses Päckchen. Weiter geht's mit dem nächsten. Mit Federico Bernardeschi von der Juve, Sami Handanovic, Mailand, Marek Hamšík, Neapel, Edison Cavani als Milestone-Karte, als PSG All-Time-Topscorer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch Platz haben. Andrei Eschenko von Spartak und Lionel Messi als Base-Karte für Barcelona. Wir starten in die letzten drei Päckchen mit Julian Draxler von PSG, Mats Hummels von den Bayern, dann das Logo von Juventus und das sieht mit diesem schlichten Schwarz auf dem Gold auch sehr, sehr edel aus. Das legen wir einfach mal hier unten in die Ecke. Und dann haben wir noch eine Multiple-Karte, wieder eine Club-and-Country-Karte mit Chiellini und Basali, ebenfalls Juventus Turin. Und die Base-Karten in diesem Pack sind noch Alisson, Denis Suarez von Barcelona und schon sind wir durch. Und kommen zu den letzten zwei Päckchen und jetzt wird es langsam Zeit für eine Rare, wenn wir noch eine finden wollen. Aber die Rare ist ja leider nur in jedem 30. Päckchen. Heißt, wenn es ganz dumm läuft, kauft ihr euch 10 Displays und erwischt immer das Display ohne Rare. So, Franco Di Santo von Schalke. Ups, da haben wir wieder einen vergessen. Presse Kimpembe von PSG. James von den Bayern. Und dann haben wir nochmal eine German Star-Karte. Auch eine, der inzwischen nicht mehr spielt, mit Philipp Lahm im Nationaltrikot. Maxi Pereira von Porto und Breel Embolo von Schalke beschließen dieses Päckchen. Und wir kommen zum letzten Booster und der letzten Hoffnung auf die Rare-Karte. Wir beginnen mit Maicon von Gremio, Paolo Golz, den wir heute auch schon gesehen haben. Derek Lukasen hier noch im Trikot von PSV Eindhoven, ja jetzt noch zu Hertha BSC in die Bundesliga gewechselt. Dann haben wir eine Fans-Favorite-Karte mit Gerard Piqué von Barcelona. Mal gucken, wo wir den jetzt noch unterbringen. Und Mario Mandzukic als FIFA World Cup Hero. Bedeutet aber allerdings gleichzeitig, dass wir keine Rare Card mehr finden. El Cid Hisai von Neapel und das war es. Ja, leider also keine Rare Card in dem Muster von Panini, aber dennoch zahlreiche andere richtig stark designte Karten. Für mich auf jeden Fall nochmal eine Steigerung zum Vorjahr. Und was man auch definitiv sagen muss, ist, dass Panini bei der Auswahl der Fotos diesmal auch richtig geschickt bewiesen hat. Es sind diesmal nicht nur einfach gestellte, im Studio entstandene Spielerfotos, sondern da ist richtig viel Action und Dynamik in den Bildern. Sieht man, denke ich, allein ganz gut, wenn man sich hier die untere Reihe betrachtet, in welch verschiedenen Posen die ganzen Spieler dort auftreten. Mir gefällt die Kollektion also richtig gut. Wie ist es mit euch? Schreibt mir eure Meinung zu den
neuen Karten und dem Design gerne mal unten in die Kommentare. Ein paar Kritikpunkte gibt es natürlich auch. Also ihr habt gesehen, dass die Cards aus diesem Display jetzt, was Panini mir zur Verfügung gestellt hat, teilweise schon deutliche Macken an den Ecken aufweisen und dass eine Basecard bei allem Verständnis für ein paar Doppelte dreimal in einem solchen Display mit gerade mal 24 Boostern enthalten ist, stößt bei mir ehrlich gesagt auch auf wenig Begeisterung. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist nur ein Muster, was Panini geschickt hat, aber auf der anderen Seite sollte man sich doch, wenn man ein Muster für eine Berichterstattung zur Verfügung stellt, von seiner besten Seite zeigen und das ist in dem Fall leider nicht so. Hoffen wir also mal, dass das die Ausnahme bleibt und die Cards aus künftigen Boostern in etwas besserem Zustand sind. So viel fürs erste größere Video zu dieser Serie mit einem kompletten Display der FIFA 365 Adrenalin XL 2019 Cards. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben bzw. ein Like freuen. Solltet ihr noch weitere Videos dieser Kollektion sehen wollen und noch nicht regelmäßig dabei sein, dann empfehle ich euch das kostenlose Abo, denn damit könnt ihr euch dann durch das Aktivieren der Glocke benachrichtigen lassen, sobald etwas Neues online geht und verpasst nichts. So, wir sind am Ende. Ich darf mich von euch verabschieden. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you to all international viewers. See you soon. Goodbye.